Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich bitte, abgesehen vom tüchtigen Krach machen, wenn es denn soweit ist, bitte ich darum, dass wir hier friedlich handeln und dass wir hier vorne keine Eiergeschosse oder alten Tomaten erleben, egal wer hier vorne redet. Das gehört bei uns zur Fairness dazu. Und wir werden hier um kurz nach 11 mit der ersten Rede mit dem deutschen Bauernpräsident Joachim Ruckwied beginnen. Bis dahin bitte noch ein bisschen Ruhe und dann geht es richtig los. Vielen Dank. Liebe Bäuerinnen und Bauern, unsere Kundgebung beginnt. Begrüßen Sie herzlich den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied. Guten Morgen, guten Tag, moin, servus, grüß Gott an Sie alle. Herzlich willkommen hier in Berlin. Herzlich willkommen zur Demonstration. Liebe Bauern, liebe Bäuerinnen, Sie sind hier vor Weihnachten aus der ganzen Republik angereist. Vorlaufzeit 3 Tage. Tausende Bäuerinnen und Bauern, tausende Menschen, die unsere Interessen unterstützen. Mehrere tausend Traktoren. Das ist eine Ansage an die Berliner Regierung, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Es reicht! Demonstration ist vom Deutschen Bauernverband organisiert bzw. dazu eingeladen worden. Wir werden aber zahlreich unterstützt, insbesondere von LSV, die hier sehr stark vertreten sind. Herzlich willkommen! Aber auch Freie Bauern, ABL, sämtliche etablierten Organisationen aus der Land- und Forstwirtschaft, Gemüsebau, Weinbau, die Tierhalter, alle sind sie hier in Berlin, um eins zu sagen, es ist Schluss, es reicht, zu viel ist zu viel. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und nicht zuletzt Finanzminister Lindner wollen uns zusätzlich, wollen uns Bauern die Landwirtschaft zusätzlich mit 1 Milliarde Euro per annum pro Jahr mit höheren Steuern belasten.
Das ist eine Kampfansage. Und diese Kampfansage nehmen wir an. Das ist hier heute nur der Auftakt. Das ist die Botschaft an die Bundesregierung. Und wir sind nicht nur hier in Berlin. Wir sind auch heute schon vor Ort mit vielen Traktoren. Und wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge, und ich meine den Vorschlag zur Besteuerung unserer Fahrzeuge und den Vorschlag zum Agrardiesel, nicht zurücknimmt, werden wir ab 8. Januar dafür sorgen, egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen sehr heißen Januar geben wird. Wir sind schon belastet mit mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr an zusätzlichen Abgaben bzw. Kürzungen. Ich nenne die Kürzung zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft über 70 Millionen Euro, die Kürzung bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz annähernd 300 Millionen Euro. Das ist schon eine massive, nicht hinnehmbare Belastung. Aber das, was jetzt vorgeschlagen ist, das schlägt dem Fass den Boden aus. So ist es. Das Ganze steht unter dem Stichwort Haushaltskonsolidierung. Wir müssen sparen. Schauen wir uns mal den Haushalt an. Deutschland hatte noch nie so hohe Steuereinnahmen wie jetzt. Die Steuereinnahmen sprudeln. Das ist kein Einnahmenproblem, das ist ein Ausgabenproblem, liebe Bäuerinnen und Bauern. Und Bundeswirtschaftsminister Habeck steht dazu, unterstreicht das Ganze noch. Ich kann ihm nur einen Rat geben. Der Außenministerin Annalena Baerbock zu empfehlen, dass sie nicht weiterhin deutsches Steuergeld in anderen Ländern verschenkt. Diese Politik in der Form muss ein Ende haben. Das Steuergeld muss vorrangig dafür verwendet werden, dass Deutschland eine Zukunft hat, dass die Menschen, die die Steuerlast erbringen und deren Kinder und Enkel eine Zukunft haben, damit wir Bauern, die Bauernfamilien eine Zukunft haben. Dass die Demonstration hat es fast zum Überlaufen gebracht. Vieles ist der Landwirtschaft in der Vergangenheit zugemutet worden, auch vor der jetzigen Legislatur, beispielsweise Pflanzenschutzverordnung etc. Aber das ist jetzt zu viel. Und ich sage an dieser Stelle, wir nehmen das nicht mehr hin. Wir nehmen den Kampf an. Und ich bin mir sicher, andere Berufsgruppen werden zu uns aufschließen. Das Transportgewerbe. Die Gastronomie und viele andere auch. Wir brauchen eine anders ausgerichtete
Regierungspolitik, wenn das nicht kommt, das sage ich so deutlich, dann brauchen wir einen Regierungswechsel. Der Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, liebe Bäuerinnen und Bauern, wir sind alle sehr gut erzogen. Wir wissen, was sich gehört. Und deshalb, weg damit! Und deshalb, Herr Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Respekt, dass Sie heute hier sind. Respekt, dass Sie sich den Bauern und Bäuerinnen stellen. Respekt! Und ich weiß auch, dass Sie von Anfang an, was den Agrardiesel und die Streichung anbelangt, gewarnt haben. Aber eines muss ich in der Deutlichkeit sagen. Wir erwarten von einem Bundeslandwirtschaftsminister, dass er sich mit ganzer Kraft, mit Herzblut für die er Verantwortung trägt, nämlich für die Bauernfamilien, für den ländlichen Raum einsetzt. Und das erwarten wir auch von Ihnen. Und im Notfall erwarten wir auch, dass Sie Ihr Amt zur Disposition stellen, wenn die Regierung, der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister und die Regierung nicht und der Finanzminister nicht zuhört. Sie müssen Druck machen. Da setzen wir jetzt auf Sie. Und liebe Bäuerinnen und Bauern, ich habe dem Bundeslandwirtschaftsminister eine Zusage gemacht, nämlich die, und dafür stehe ich und bürge ich, dass wir ihn anständig behandeln, dass wir Herrn Özdemir zuhören. Das erwarte ich auch von Ihnen. Er wird am Ende sprechen. Und Bundesfinanzminister Lindner, den haben wir natürlich auch eingeladen. Er hat wegen Kurzfristigkeit abgesagt. Sie werden sich sicherlich auch die Frage stellen, ist das ein Argument oder interessiert Ihnen die Anliegen der Bauernfamilie nicht? Ich glaube, das Letztere ist der Fall. Die FDP ist angetreten als Partei, die zugesichert hat, dass es keine Steuererhöhungen geben wird. Und was ist das? Das ist eine Steuererhöhung. Das ist Wortbruch. Das kann man nicht anders benennen. Das Ganze wird ja mit dem Thema Erreichung der Klimaziele begründet. Ja, der Klimawandel, der treibt uns um, der betrifft uns Bauern und Bäuerinnen. Wir arbeiten schon lange dagegen an. Und im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen, zu anderen Wirtschaftszweigen, halten wir die Klimaziele nicht nur ein. Wir sind besser wie das, was die Regierung von uns erwartet bei der Reduktion. Und ich frage mich, ist das der Dank dafür, dass wir so gut sind? Zu viel ist zu viel. Es reicht. Warum reicht es? Es reicht auch deshalb, weil wir in den letzten Jahren enorme zusätzliche Belastungen hinnehmen mussten.
Beispielsweise bei der gemeinsamen Agrarpolitik, die administrativ weder auf unseren Höfen noch in den Amtsstuben umzusetzen ist, die mit praktikabler Landwirtschaft nichts mehr zu tun hat. Beispielsweise diese Klötzvorgaben. Bei uns im Betrieb heißen die Mulch 1 bis Mulch 8, weil sie schlichtweg Mulch sind. Das muss verändert werden. Und wir wissen es alle. Wir waren die Ersten, die ein Signal gegeben haben zu Öko-Regelungen. Wir haben gesagt, wir gehen das an. Wir stärken die Biodiversität. Und wir sind auch die Einzigen, die das auf der Fläche machen können. Wir haben die meisten Blühstreifen weltweit. Wir haben den höchsten Anteil an Mulch- und Direktsaatverfahren. Wir haben der Politik das Signal gegeben. Und was hat sie uns geliefert? Angebote, die wir nicht umsetzen können. 400 Millionen Euro blieben ursprünglich in Brüssel liegen, weil das nichts mit Praxis zu tun hat, was man uns angeboten hat. Auch das muss man nachbessern. Und wir waren die, die gesagt haben, ja, wir bringen mehr Tierwohl in die Ställe. Wir haben die Hand angeboten. Minister Özdemir hat das Problem, dass er das Geld, das er dafür braucht, nicht bekommt, dass das gesperrt wird. So kann Tierwohl nicht funktionieren. Wer einen Porsche will, der kann finanziell keinen Skoda liefern. Auch hier brauchen wir zukünftig eine entsprechende Unterstützung. Und die Tierhalter, die kämpfen eh ums Überleben. 6,7 Millionen an Schweinebestand haben wir in 10 Jahren abgebaut. 9,2 Millionen haben unsere spanischen Kollegen aufgebaut. Die Milchviehhaltung ist stark rückläufig. Aber was wirklich in der Seele schmerzt, was mich als Landwirt schmerzt, ist, dass wir nach wie vor keine Lösung haben beim Thema Weidehaltung und Wolf. Das ist nicht mehr hinnehmbar. Sind 4000 Risse zu viel. Und wenn wir jetzt nicht die Umkehr machen, Wolfsabschuss freigeben, dann kann man in 10 Jahren Deutschland auch Wolfsland nennen. Und das wollen wir nicht. Nicht mit uns. Herdenschutz, Tierschutz hat und muss Vorrang haben. Jawohl. Ich kann mich noch gut erinnern, März 2020, Bundespressekonferenz. Die damalige Bundesregierung war hochnervös. Man wusste nicht, ob die Versorgung mit Lebensmitteln sichergestellt werden kann. Die Lieferketten sind abgebrochen. Die Versorgung war nie gefährdet. Warum? Weshalb? Weil alle in der Kette und an erster Stelle wir als Bauern und Bäuerinnen 24/7 gearbeitet haben und unsere Bevölkerung mit hochwertigen heimischen Lebensmitteln versorgt haben. Hat man das schon vergessen? Bei diesem Vorschlag kann man nur zu der Erkenntnis kommen, dass die Bundesregierung kein Interesse hat an einer Versorgung, an einer sicheren Versorgung auf der Basis heimischer Lebensmittelproduktion, dass sie kein Interesse hat an der Zukunft, an der Zukunftssicherung unserer Betriebe. Denn wenn sie es hätte, würde sie uns nicht damit konfrontieren, dass man uns mit 1 Milliarde Euro zusätzlich pro Jahr belasten will. Das ist zu viel. Es reicht.
Wir brauchen eine Neuausrichtung der Politik. Eine Politik, die sich wieder den Menschen, die hier in Deutschland leben, arbeiten, sich tagtäglich für unser Gemeinwohl einsetzen, dass sie sich diesen wieder zuwendet, dass sie sich diesen Menschen wieder Perspektiven aufzeigt. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, es geht um die Zukunft unserer Enkel, es geht schlichtweg um die Zukunft unseres Deutschlands. Und da muss wieder der Fokus drauf. Ich bin überzeugter Europäer. Das sage ich auch an dieser Stelle. Europa, die Europäische Union, ist eine Friedensgemeinschaft. Die brauchen wir, die ist wichtig, nicht nur für das friedliche Zusammenleben. Die ist wichtig, dass wir auch wirtschaftlich im gemeinsamen Europa eine Perspektive haben. Die ist wichtig, globalpolitisch muss Europa auch zukünftig eine starke Stimme haben. Aber Europa hat nur dann Zukunft, wenn der ländliche Raum, der stellt 70% von Europa dar, eine Zukunft hat. Und deshalb ist jede Regierung, ob in Brüssel, die Europäische Kommission, die regiert ja Gott sei Dank nicht richtig, und nicht wirklich, aber auch die Bundesregierung, den ländlichen Raum und die Bauernfamilien, die das Rückgrat sind, stärken. Nur dann hat Deutschland, nur dann hat ein starkes Europa, zu dem ich stehe, eine Chance. Liebe Bäuerinnen und Bauern, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind heute hier, weil das eine Kampfansage der Regierung war. 1 Milliarde Steuererhöhung pro Jahr. Es reicht, es ist zu viel. Wir sind aber auch hier, weil wir in den letzten Jahren vieles erdulden mussten, was schlichtweg nicht hinnehmbar war. Wir sind aber auch deshalb hier, um natürlich nach vorne zu blicken. Worum geht es im Kern? Nach mir wird die Landjugendvorsitzende, das ist Herr Schmidt, sprechen. Es geht darum, der jungen Generation, die hochmotiviert ist, die top ausgebildet sind, diesen eine Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Und dafür braucht es eine verlässliche Politik. Dafür braucht es auch Wertschätzung unserer Arbeit. Dafür braucht es aber auch Wertschöpfung, damit die Betriebe in die Zukunft investieren können. Da muss vieles gemacht werden. Angebote statt Verboten. Lockerungen bei Auflagen anstelle weiterer Eingrenzung. Verlässlichkeit. Es war nicht unser Thema, aber wer ein E-Auto gekauft hat und jetzt nicht angemeldet hat, der guckt in die Röhre. So kann man doch keine Politik machen. Liebe Bäuerinnen und Bauern, ich hätte noch viele Punkte auf der Agenda, aber es sind noch weitere Rednerinnen und Redner da. Ich werde am Schluss noch mal was sagen und mich bedanken dafür, dass Sie gekommen sind. Aber ich will jetzt schon eine Botschaft setzen, lieber Herr Minister Özdemir, und alle, die Verantwortung tragen, hören Sie mir gut zu. Das ist keine Androhung, das ist kein Wink mit dem Fähnchen. Das ist eine klare Ansage. Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann
kommen wir wieder. Nicht nur nach Berlin. Dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein. In einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht. Satz. Wenn uns jemand eine Kampfansage macht, dann muss er wissen, wir nehmen diese Kampfansage an und wir werden so lange kämpfen, bis wir uns durchgesetzt haben. Und jetzt freue ich mich auf die Ansprache unserer Landjugendvorsitzenden, Theresia Schmidt. Ja, liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen und allem voran, liebe Junglandwirtinnen und Junglandwirte, euch begrüße ich heute ganz besonders, denn ihr seid die Zukunft. Eins kann ich euch hier ganz ehrlich sagen, es geht hier um was. Und deswegen habe ich mir richtig viele Sachen aufgeschrieben. Aber ich lasse die jetzt in meiner Tasche, weil ich wäre nicht die Bundesvorsitzende der Landjugend und würde hier für 100.000 junge Menschen und auch stellvertretend für 20.000 Jungwinzerinnen und Junglandwirte stehen, wenn ich das nicht frei und aus vollem Herzen auch so tun könnte. Ich bin Theresia Schmidt, 27 Jahre jung und Hofnachfolgerin aus Nordhessen. Und bis letzte Woche, ich kann Ihnen sagen, da war ich mir auch sicher, dass ich in 15. Generation, unseren Familienbetrieb gibt es seit 1555, diesen übernehmen möchte. Und was ist jetzt? Jetzt stehe ich hier vor euch und weiß nicht, ob ich zukünftig, genauso wie viele Junglandwirte hier unter uns, von der Landwirtschaft noch leben kann. Dass die Bundesregierung hier mit unserer Zukunft spielt, bei wirklich sinnlosen Kürzungen, wie bei der Agrardieselrückvergütung oder auch bei den Steuererleichterungen, die zu streichen für die grünen Kennzeichen, das ist ein absolut falsches Signal. Die Politik macht wirklich gerade alles, um unsere Zukunftsperspektiven zunichte zu machen, statt uns einfach eine Zukunft zu ermöglichen. Wie soll die deutsche Landwirtschaft unter solchen Bedingungen in Zukunft noch wettbewerbsfähig sein, wo wir sowieso schon die Tierhaltung schrittweise abschaffen, nicht mehr wettbewerbsfähig sind, sollen wir jetzt auch noch bei der Erzeugung unserer Lebensmittel im EU-weiten Vergleich absolut den letzten Platz belegen? Nicht mit uns! Ich kann Ihnen sagen, die Jugend macht da nicht mit. Keine Agrardieselverteuerung aus dem Hinterhalt. Das ist eine ganz miese Nummer. Und ironischer, das müssen wir uns auch mal vor Augen halten, könnte eine Kürzung ja gar nicht sein. Klimaschädlich. Ist der Regierung nicht bewusst, dass wir so viel mehr Billigimporte aus dem Ausland einfahren, die auf viel längeren Transportwegen, also auch mit viel höheren Emissionen, hierher gebracht werden? Das wollen Sie ja! Und ich sehe hier auch zu Recht die Schilder. Ich will noch Landwirt werden. Ja, das wollen wir auch. Wir wollen in Zukunft Landwirtschaft hier in Deutschland weiter vorantreiben. Wir sind innovativ, wir sind mutig, wir gehen voran. Ja, wir wollen was verändern, aber wir werden nicht gelassen.
ist hier vorne auch ein Schild. Ich bin kein Bauer, trotzdem stehe ich hier, weil es unserem Land so nicht weitergehen kann in unserem Land. Und das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Ja. Denn egal, wo ich bin, ich höre es von unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die wissen, dass wir hier für faire Bedingungen kämpfen und letztlich wird es auch auf die Konsumenten übertragen und die zahlen einen höheren Preis. Wir müssen hier jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen. Und ich habe auch noch ein paar Botschaften mitgebracht. Einmal, natürlich stellvertretend für die Bundesregierung, habe ich eine Botschaft für Sie, Herr Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Ich erinnere mich wirklich noch gut an Ihre Rede auf dem Deutschen Bauerntag. Da haben Sie wirklich von einem Schulterschluss mit der Landwirtschaft gesprochen. Und Sie haben auch von fairen Bedingungen und ja, von Planbarkeit gesprochen. Denn das brauchen wir Junglandwirte, Planbarkeit, damit wir auch in Zukunft noch das Essen auch für die Bundesregierung erzeugen können. Blick auf den Bauerntag frage ich mich natürlich, was ist seither passiert? Und das ist kaum etwas bis gar nichts. Und das darf nicht so weitergehen. Ja, Sie haben bei Ihrer Vereidigung gesagt, Sie verstehen sich als Anwalt für die Landwirtinnen und Landwirte. Und da frage ich mich auch, wo waren Sie, als diese sinnlosen Kürzungen verhandelt worden sind? Ich habe auch eine Botschaft für Herrn Lindner, der heute nicht hier ist. Liegt ja daran, dass hier so viele Landwirte gerade Berlin auf den Kopf stellen und dass er da ein bisschen kalte Füße bekommen hat. Ja, ich bekomme auch kalte Füße, wenn ich an meine Zukunft denke und an die Zukunft von vielen weiteren tausend Landjugendlichen und Junglandwirten und Jungwinzern, die in Zukunft hier noch leben und Landwirtschaft betreiben wollen. Und auch wenn ich an Herrn Scholz oder auch an unseren Vizekanzler Herr Habeck denke, habe ich eine klare Botschaft. Ich weiß noch genau, als wir hier vor 4 Jahren standen beim Brandenburger Tor. Danach wurde aufgrund von fehlender Wertschätzung in der Gesellschaft, aber auch von fehlendem politischen Willen, die Zukunftskommission Landwirtschaft eingesetzt. Und jetzt, 2 Jahre später nach den Ergebnissen, sind diese immer noch nicht zufriedenstellend umgesetzt worden. Mit unserer Zukunft wird gespielt und das zu Lasten der Landwirtschaft und der Gesellschaft. Und hier vorne kommt noch zu Recht die Borchert-Kommission. Die hat ihre Arbeit niedergelegt. Ja, warum hat sie das gemacht? Der Umbau der Tierhaltung ist gewollt, ist gefordert, aber er wird nicht finanziert. Wie gesagt, die Landwirtschaft, die Tierhaltung wandert ab aus Deutschland. Wie viel ist uns denn ein gutes Stück Fleisch, produziert und erzeugt in Deutschland, hier überhaupt noch wert? Ich fordere auch hier ganz klar Herrn Scholz und Herrn Habeck auf, die Zukunft der Landwirtschaft zur Chefsache zu machen und jetzt endlich zu handeln. Und die Stimmung ist zu Recht nicht gut. Und das hören auch alle, die heute nicht hier sind, die sich aber zu Wort melden müssten, allein um zu zeigen, dass Landwirtschaft hier noch einen Stellenwert hat. Deswegen erstmal jetzt nochmal einen richtig lauten Applaus, dass alle, die hier nicht sind, aber noch in Berlin das hören, das überall hören werden, was Sie hier für einen Krawall machen. Für uns als Jungland
Landwirtin und Junglandwirte fordern wir ganz klar und ohne Kompromiss, dass die geplanten Kürzungen bei Agrardiesel und den Steuererleichterungen für grüne Kennzeichen kompromisslos und anstandslos zurückgenommen werden. Ja! Und eins kann ich Ihnen sicher sagen, die Junglandwirtinnen und Junglandwirte des Bund der Deutschen Landjugend, als die Jugendorganisation des Deutschen Bauernverbandes, wir kämpfen weiter, wir geben nicht auf, egal was passiert. Wir werden uns zu Wort melden, wir werden nicht müde. Und es ist uns hier allen ja bewusst, und das muss spätestens jetzt auch der Politik bewusst werden, wenn Landwirte sich früh morgens auf den Weg nach Berlin machen, dann ist es nicht mehr 5 vor 12, sondern 1 Minute nach 12. Wir müssen jetzt für die Zukunft der Landwirtschaft, für die Zukunft der Junglandwirte und Jungwinzer kämpfen. Vielen Dank, liebe Theresa Schmidt. Jetzt bei dieser Schulterschlussveranstaltung freuen wir uns, mit Klaus Hochrein, einem Vertreter von Landschaftsverbindung, zu haben. Sie haben das Wort. Ja, servus und grüßt euch. Seid ihr zum Demonstrieren da? Seid ihr da, um euren Frust auf diese Bundesregierung kundzutun? Seid ihr bereit, das über Wochen, die nächsten Tage weiterzumachen? Ja! Die Theresa hat mich ganz stark unter Druck gesetzt. Ich habe zwar den Zettel in der Hand, ich habe aber noch gar nicht drauf geschaut, aber es hat mich schon in der Vorrede stark unter Druck gesetzt. Aber ich finde es absolut genial, dass wir seit Donnerstag, nachdem diese Nachricht von diesen Ankündigungen, das hat ja schon ausgereicht, dass die ersten Bauern losgefahren sind und diesen Stein euch alle ins Rollen gebracht hat. Und euer Auftrag ist die nächsten Tage, wenn ihr hier nicht wegfahrt und die heute Abend wieder heimfahren müssen, weil sie in den Stall müssen oder an ihre Biogasanlage, die jetzt noch schlafen und die jetzt noch die Beine stillhalten, aufzuwecken. Habt ihr das verstanden? Die Zeit des Verhandelns und der faulen Kompromisse ist vorbei. Das haben meine Vorredner schon angesprochen, aber ich glaube, das können wir heute und die nächsten Tage nicht oft genug wieder sagen und wiederholen. Das Fass ist nicht nur übergelaufen nach diesen zwei Ankündigungen, sondern das Fass ist für mich persönlich zerborsten. Da ist vieles kaputt gemacht worden, was man so nicht mehr reparieren kann. Und wir sind nicht nur losgefahren wegen Agrardiesel und einer Ankündigung der Besteuerung für landwirtschaftliche Zugmaschinen. Wir sind losgefahren, weil die GAP uns das Einkommen deutlich reduziert. Borchert ist gescheitert. Wollt ihr 4% stilllegen? Nein! Die Versorgungssicherheit der Europäischen Union und dieses Landes ist gefährdet. Die Ernährungssouveränität wird verspielt. Wer glaubt, dass man, wenn man immer noch weniger macht, uns das Handwerkszeug nimmt, in Form von Düngung, in Form von Pflanzenschutzmitteln, der ist auf dem Holzweg, Freunde. Auf dem absoluten Holzweg. Die Pauschalisierung von 10,7% auf 8,4%, ein Einkommensverlust. Keine Lösung beim Wolf. Keine Lösung bei den roten Gebieten für eine Gerechtigkeit in der Düngeverordnung. Keine klare Herkunftskennzeichnung, lauter Sachen, die uns versprochen wurden und bis heute noch nicht gehalten wurden. Das ist für mich Wahlbetrug, nichts anderes als Wahlbetrug. Ist das seit 2 Jahren
an dieser Regierung. Ist das bis jetzt eine gute Bilanz? Nein! Scheiße alles! Ich bin wahrlich kein Psychologe. Und ich habe auch keine Wirtschaft studiert. Aber ich führe einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Habe da auch den einen oder anderen Gastarbeiter oder rumänischen Helfer bei mir. Und für mich sind es keine Knechte oder Leute, die ich misshandle, sondern für mich sind es wirklich gute Freunde geworden, Mitarbeiter geworden. Und wenn man Mitarbeiter motivieren will, wenn man die Familie mitnehmen will, wenn man Leute begeistern will, dann muss man die motivieren, dann muss man denen ab und zu mal auf die Schulter klopfen. Ja, nein, ich möchte nicht nur schreien. Doch! Dann muss man diese Leute mitnehmen, so wie euch! Dann muss man Anreize geben! Dann muss man Perspektive geben! Und dann gibt es Sicherheit! Und dann ist jeder bereit, so wie ihr alle 60 und 80 Stunden jede Woche arbeitet, bei schlechtem Wetter, wenn es kalt ist, wenn es Nacht ist, dann sind die Bauern da, bei jedem Hochwasser, ja, bei Festivals wird der Scheißkamm aus dem Dreck gezogen, das machen wir, das macht kein anderer. Keiner ist bereit, mehr zu geben als notwendig. Aber was macht denn diese Bundesregierung? Die schafft keine Anreize. Sie zieht die Motivation immer weiter runter. Ich habe in den letzten Wochen immer mehr Berufskollegen und ganz normale Arbeitnehmer, aber auch Unternehmer gehört, die sagen, ich habe keinen Bock mehr. Das macht doch alles keinen Sinn. Und wenn man sich mal überlegt, wenn ich heute einen Einkommensverlust habe, also das nur für die Wirtschafts- und für die Finanzminister, die nicht so ganz auf der Höhe sind. Wenn ich heute weniger Einkommen habe, dann zahle ich auch weniger Einkommensteuer. Also, die müssen das mal zu Ende denken. Das ist doch eine Nullnummer am Ende des Tages. Und in dieser Regierung wird oft nicht bis zu Ende gedacht. Für mich, wir haben irgendwann mal bei Demonstrationen Banner aufgehängt. Und da stand drauf, die Totengräber der Landwirtschaft. Für mich ist diese Regierung die Totengräber dieses Landes. Ja. Abschwung, Rezession, Inflation und Insolvenz. Aber es sind so viele Fremdwörter und Begriffe, die man vielleicht sich auch verinnerlichen muss, bevor man sie ausspricht. Weil bei einer, wie hat es genannt? Oh, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Bei einer Insolvenz hört man ja nur auf zu produzieren. Und jetzt frage ich mich, wer hat die CO2-Reduktionsziele eingehalten? Welche Branche ist auf dem besten Weg, das alles einzuhalten? Wer? Wir! Und wer soll mit diesen Reduktionszielen, also nicht an CO2, sondern an unserem Einkommen, wer soll am meisten geknechtet werden? Wir! Wer soll die Zeche bezahlen? Wir! Ist das in Ordnung? Nein! Weg mit der Ampel! Ich gehe jetzt mal noch einen Punkt weiter. Es reicht! Stellen. Wir reden heute über zwei Punkte, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Agrardieselrückvergütung und Kfz-Besteuerung. Ich setze jetzt mal noch eins oben drauf. Wollt ihr mit unseren europäischen Nachbarn, die Agrardiesel fahren, aber richtigen Agrardiesel, gleichgestellt werden? Ja!
Mir persönlich reicht es nicht, wenn ich nach Polen schaue, nach Luxemburg, nach Frankreich und die fahren für 90 Cent oder fahren richtigen Agrardiesel und uns sollen gerade mal gute 20 Cent gestrichen werden. Das ist nicht genug! Jetzt an Sie, Herr Özdemir. Ich kann mir nicht vorstellen, Sie sind schon ein paar Jahre in der Politik, dass man, wenn man ein Ministerium führt, nicht weiß, wenn man im Kabinett mit drin dabei sitzt, dass 1 Milliarde aus Ihrem Haus verhandelt wird, ohne dass Sie einen Einfluss drauf haben, ohne dass Sie gefragt werden oder gefragt wurden und uns Bauern wirklich glaubhaft machen wollen, dass Sie davon nichts gewusst haben und dass Sie jetzt zurückrudern wollen. Für mich, wenn ich Sie das erste Mal dann die letzten Tage vor der Presse gehört habe, habe ich mich gefühlt wie auf dem türkischen Basar. Und zwar, man bringt 2 Punkte vor, so hat man es ja in den letzten Jahren mit uns immer gemacht. Man bringt 2 Punkte vor, sagt dann, ja, so hart habe ich es gar nicht gewollt. Und dann lässt man sich ja wieder auf einen faulen Kompromiss ein. Dann wird 1 Punkt nachgelassen, der wird hier nachgebessert, da wird ein bisschen verhandelt. Und am Ende des Tages habe ich das eigentlich erreicht, was ich erreichen wollte. Das ist mit uns nicht mehr... Keine Kompromisse! Für mich haben Sie als Landwirtschaftsminister und die Bundesregierung ihre Glaubwürdigkeit absolut verspielt. Und ich frage mich, Sie führen das Bundesministerium für Landwirtschaft. Für Landwirtschaft, steht zumindest im Logo. Und ich frage mich, wann Sie sich in diesen 2 Jahren Amtszeit, und das frage ich jetzt euch, wann hat sich unser Landwirtschaftsminister in den letzten 2 Jahren schützend vor dem Berufsstand seines Ministeriums gestellt? Wann? Sie haben eine Verantwortung für uns Bauern, die Lebensmittel produzieren, die Energie produzieren, die in dem Land gebraucht wird, die Sie und dieses Land satt machen. Aber auch für die Verbraucher. Und wenn der Verbraucher in dem Land immer mehr für Lebensmittel bezahlen soll, bei uns aber nichts ankommt oder nicht das ankommt, was wir zum Leben und zum Überleben brauchen, dann läuft das grundsätzlich absolut verkehrt. Kommt zu Ende. An den Christian Lindner und an die FDP-Bundestagsfraktion. Die höchsten Steuereinnahmen, die dieses Land je gesehen hat. Einen Haushalt, der nachweislich jetzt gesetzeswidrig ist. Sie dürfen eines nicht machen. Teile und herrsche. Ich hoffe, dass wir es schaffen, dass die deutschen Bauern es schaffen, dieses Land zu einen, dass wir wirklich zusammenstehen, dass wir nicht spalten und dass wir uns als Bauern auch nicht dorthin stellen lassen, dass jetzt, wenn angefangen wird, vielleicht im Ministerium, im Kabinett zu verhandeln, wie man das Geld jetzt irgendwo anders herbringt, dass man jetzt dann sagt, naja, dann geben wir es halt den Bauern wieder. Dafür seid ihr dann alle die Sündenböcke. Dafür lassen wir uns nicht hernehmen und dafür sind wir nicht bereit. Denn die Bevölkerung in diesem Land hat auch die Schnauze voll von einer CO2-Besteuerung, die jetzt zum 1.1. bekommt, von 30 auf 45 Euro die Tonne und von einer höheren Maut. Von der ganzen Handel haben wir die Schnauze voll. Ich glaube schon, dass jeder, der in der Politik ist und jeder, der Minister ist in diesem Land,
Stratege ist, einen gewissen Grips in der Birne hat und auch eine gewisse Intelligenz hat. Aber die Frage ist für mich wirklich, wenn diese Leute abends oder früh nach dem Aufstehen in den Spiegel schauen, ob sie überhaupt wirklich ein Gewissen haben und ob sie wirklich für dieses Land und für ihr Volk da sind oder nur für die eigene Hosentasche. Und wenn die FDP und die FDP-Fraktion, und das tragt bitte weiter, wirklich ein Gewissen hätte, Charakter hätte, Ehre hätte, würde sie aus dieser Koalition, aus dieser Bundesregierung erst gestern schon rausgegangen sein, statt heute oder morgen, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Wir machen weiter. Es geht nur gemeinsam. Dankeschön und Dankeschön an den Deutschen Bauernverband. Danke an euch alle. Danke, dass ihr da seid. Und wir machen weiter. Und wir sind weiterhin im Schulterschluss, auch mit den Lohnunternehmern, deren Präsident Klaus-Heinrich Penzlin jetzt das Wort hat. Hallo. Hallo, liebe Bäuerinnen und Bauern, ich bin stolz darauf, dass wir als Lohnunternehmer mit euch hier vor Ort sind und mit euch für die Ziele, den Agrardiesel nicht zu verteuern und vor allen Dingen die Steuern aus den Schleppern herauszuhalten, aus unseren Maschinen herauszuhalten. Seite an Seite mit euch zusammen kämpfen zu dürfen. Darauf bin ich stolz. Denn es ist nicht immer selbstverständlich, dass auch die kleineren Gruppen gehört werden. In der Vergangenheit haben wir sehr viel gelitten, auch wir Lohnunternehmer. Wir haben schon schwarze Nummern. Wir haben schon Agrardiesel gestrichen bekommen. Und was müssen wir machen? Wir müssen den Agrardiesel heute in Rechnung stellen, damit die Landwirte ihre 21 Cent wiederbekommen. Das ist für uns nicht erträglich, denn wir sind hier heute nicht zum ersten Mal zu diesem Thema zusammen. Wir haben hier schon öfter mal gestanden, weil man den Agrardiesel zusammenstreichen wollte, weil man ihn ganz weggestrichen hatte. Dann wurde wieder ein bisschen dazugepackt. Und da muss ich meinem Vorredner recht geben. Lasst euch das nicht gefallen. Diesmal gibt es keine Kompromisse. Diesmal wird beibehalten, was da steht und nicht das, was die Regierung sich wünscht. Wie kann es eigentlich angehen, dass man, wenn man das schon mal das dritte Mal aufs Tableau nimmt, das dritte Mal wird um diese Punkte gestritten mit den deutschen Bauern und mit den Lohnunternehmern und allen anderen, die in der Landwirtschaft zu Hause sind. Und jedes Mal ist man doch nicht damit durchgekommen, es wegzustreichen. Aber jedes Mal hat man ein wenig weggenommen. Ich frage mich, wenn man einmal anfängt, okay, man kann Fehler machen. Beim zweiten Mal schüttel ich schon mit dem Kopf. Aber beim dritten Mal, da weiß jeder, was es ist, wenn man wieder von vorne anfängt. Man lässt einfach die Finger davon. Aus Fehlern wird man irgendwann mal klug. Uns ist ganz klar, dass wenn die Landwirte, ich hatte vorhin im Zug, ich bin zwar sehr verspätet angekommen mit der Eisenbahn, aber macht nichts, wir sind trotzdem da, aber es ist so, wenn man in einem Zug mit jemandem spricht, und das mag ich gern, ich spreche gerne über meine Problematik, warum ich jetzt nach Berlin fahre. Und ich habe ihn gefragt, wie würdest du dich fühlen, wenn du ein kleines Grundgehalt bekommst von 1000 Euro und alles andere, was du dazu haben willst, musst du mit Anträgen belegen. Das heißt, du musst zu deinem Chef laufen und musst immer noch mal einen Antrag schreiben. Noch einen Antrag, noch einen Antrag, noch einen Antrag. Sind die Leute sich hier in der Regierung eigentlich bewusst, dass die Produktion von Nahrungsmitteln wichtig ist, dass aber die Erlöse nicht ausreichen, dass die Familien davon leben können? Es ist für mich
Mich als Präsident der Lohnunternehmer macht natürlich, mich treiben Sorgen, auch um meine Branche. Und diese Sorgen sind ganz einfach die, wenn das Geld nicht mehr reicht, das habe ich in der Vergangenheit immer erlebt, dann fängt der Bauer an, das mit seiner eigenen Hände Arbeit wettzumachen. Er geht noch länger auf die Arbeit, er macht noch mehr und er verzichtet auf Freizeit, er verzichtet darauf, Agrardienstleistungen einzusetzen, weil er der Meinung ist, er kann sich das nicht mehr leisten. Und das kann nicht der Weg sein. Wir als Lohnunternehmer stehen an der Seite der Landwirte und die Sorgen treiben uns um. Denn die anderen reden von einer Vier-Tage-Woche und die Landwirte, die können sich mal überlegen, ob sie auch eine Acht-Tage-Woche schaffen können. Dann müssen sie bloß die Sonntage mit verschieben. Das kriegen wir irgendwie hin. Gut, etwas Polemik, aber meine Freunde, wenn ich nach Europa gucke, und ich bin öfter mal in Europa, und ich frage immer wieder einmal im Jahr ab, wie ist eigentlich die Dieselsituation in Europa? Und ich weiß nicht, wer das von euch allen weiß, wie viel wirklich in Europa an Dieselrückvergütung bezahlt wird. Die Deutschen, wir kriegen 21 Cent wieder zurück. Bei den anderen sagen sie mir immer, was sie zahlen. Belgien zahlt 0 Cent. Und die Franzosen zahlen 3 Cent. Und es gibt so viele Preise, die dort entstehen. Aber keiner ist so schlecht, außer den Holländern, die sind auch nicht so reich davor. Aber keiner ist so schlecht gestellt im Agrardiesel wie die deutschen Landwirte. Und ich verstehe nicht, warum man sich immer wieder die alte Liste der Kürzungen vornimmt, die ja nichts taugen. Aber was ich erst recht nicht verstehe ist, und da bin ich, glaube ich, auch der Meinung von Herrn Ruckwied, denn er mahnt es immer wieder an. Diese Regierung kann doch ordentlich Geld sparen, wenn sie endlich mal mit ihrem Schreckgespenst anfängt, das sie abschaffen will, den Bürokratismus, wenn der mal runtergefahren wird. Viele Kosten entstehen eigentlich dadurch, dass so viele Kontrolleure eingesetzt werden. Können wir diese Leute nicht auch anderweitig in der Landwirtschaft beschäftigen? Der logische Schluss ist doch, wenn die in der Landwirtschaft arbeiten, kann doch schon nichts mehr schiefgehen. Dann brauchen wir doch keine Kontrolleure, oder? Nein. Ich denke daran, was mich auch noch mehr stört, und da hat es uns Lohnunternehmer schon viel früher getroffen mit der schwarzen Nummer. Denkt daran, ein Schlepper mittlerer Bauzeit, also ich sag mal, der ist in den letzten 10 Jahren gebaut worden, mit 300 PS wird heutzutage, würde er besteuert werden mit 1400 Euro. Ein 150er mit 700 Euro, nicht pro Tag, pro Jahr. Ist ja ganz beruhigend das Ganze, aber eure Anhänger, alles was auf dem Hof steht, muss eine schwarze Nummer dann tragen. Und das heißt, es muss versteuert werden. Und wenn das alles dazukommt, dann wird die Dieselrückvergütung, werdet ihr da bald gar nicht mehr drüber nachdenken. Deswegen keine Kompromisse, keine schwarze Nummern an Bauerntreckern und an jetzt habe ich nur noch eine Bitte. Wir stehen hier heute alle zusammen. Ich bin stolz darauf, dass ihr alle hier seid. Meine Lohnunternehmer sind mit euren Kollegen in ganz Deutschland unterwegs und demonstrieren für die Sache. Und ich hoffe, wir machen das friedlich. Denn gerade hier, wo wir heute stehen, ist die größte Revolution friedlich gelaufen. Keine Übergriffe, immer ruhig, sachlich und gut verkaufen. Und dann bitte ich euch, diesen Kampf mit uns bis zum Ende zu gehen. Keine Kompromisse für Landwirte und die Lohnunternehmer können geopfert werden.
Wir stehen an eurer Seite und wir wollen euch helfen. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank und ebenfalls an unserer Seite stehen die Grundbesitzerverbände, Familienbetriebe, Land und Forst mit ihrem Präsidenten Max von Elberfeld. Guten Morgen, grüß Gott, Servus auch von meiner Seite. Ich komme vom Niederrhein an der holländischen Grenze, fast weiter kann man gar nicht fahren. Ich sehe viele Westfalen dort, Borken, Steinfurt sehe ich dahinter. Sie alle ganz herzlich willkommen. Ich sehe auch viele Mitglieder. Ich sehe viele Waldbauern, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Seien Sie alle herzlich willkommen. Ich finde es so lässig, dass Sie hier alle aufgebrochen sind. Und das innerhalb von 3 Tagen. Ein Kompliment an den Bauernverband und LSV. Wirklich cool! Super! Ich bin seit gestern Abend in einer WhatsApp-Gruppe, da haben sich innerhalb von 4 Stunden 1000 Leute eingeklinkt. Das ist unglaublich, was sich da tut. Seit gestern Abend gibt es eine Petition. Da gucke ich immer wieder rein, die geht so schnell, die ist schon bei 100.000 innerhalb einer Nacht eines Morgens. Da sind Sie alle hier. Herzlichen Glückwunsch, danke Ihnen dafür. Das muss die Politik doch aufwecken, die Experten sagen. Und so erfolgreich war noch nie eine Online-Petition. Das zeigt, wie wir mobilisieren können, wir Bäuerinnen und Bauern. Super so. Ja. Und ich frage Sie, wer demonstriert normalerweise? Wer hat in den letzten Monaten demonstriert? Da ging es um die 4-Tage-Woche. Da geht es um Lohnerhöhungen. Das sind Themen, mit denen beschäftigen wir uns gar nicht. Wir wollen auf unseren Betrieben arbeiten können, vernünftige, gesunde Lebensmittel und den Rohstoff Holz erzeugen. Das wollen wir. Wir müssen nicht hierher kommen, aber wir werden ja gedrängt dazu. Es reicht, es reicht. Wir wollen die Rücknahme. Wir streichen der Dieselvergütung und der Einführung der Kfz-Steuer. Was sollen wir denn alles noch ertragen? Was haben wir denn geschafft in den letzten 3 Generationen? Das muss man sich immer durch den Kopf gehen lassen. Vor 100 Jahren hat ein Bauer noch 4 Leute ernährt. Heute ernährt ein Bauer von uns 150 Leute. Das ist doch ein gewaltiger Erfolg, den wir geschaffen haben. Und was zahlen wir heute noch für Lebensmittel, unserem Durchschnittseinkommen? Wir reden noch über 10-15%. Vor 100 Jahren waren das noch 70%. Das ist doch der Erfolg unserer aller Arbeit hier. Das muss doch honoriert werden, endlich. Und dann ist die Rede, man will ja keine Steuererhöhung. Es ist ja Subventionsabbau. Ja, dass ich nicht lache, es ist eine reine Steuererhöhung, wenn wir Dieselrückvergütung nicht mehr haben und die volle Steuer zahlen. Und die Kfz-Steuer auch. Und jetzt rechnet man sich das mal aus. Es gibt ja grobe Zahlen. Wir reden über ungefähr 4.000 Euro pro Betrieb. Bei einem Durchschnittseinkommen eines bäuerlichen Betriebes von 40.000, 50.000 sind das knapp 10%. Also sprich, wir kriegen 10% Einkommenskürzung, Bürgergeld, Lohnerhöhung, Renten, die werden aber locker um 10% erhöht. Also alles auf unseren Schultern, das kann nicht weiter so sein. Und jetzt will ich mal eine Lanze für Sie brechen, lieber Minister Özdemir. Regionale Versorgung, Ökolandbau, den wollen wir vorantreiben in Deutschland. Aber ich frage mich, wenn ich kein Herbizid mehr ausbringe, wie viel mehr fahre ich denn mit meinem Schlepper dann über die Flächen? Und was verbrauche ich dann mehr an Diesel? Also es sind doch gerade die, die vorangetrieben und forciert wurden, sind doch die am Ende am meisten bestraft werden. Das kann doch nicht sein. Und jetzt... Mein Verband nennt sich ja Familienbetriebe Land und Forst. Spreche ich mal hier für die Forstwirtschaft. Da ist er. Karl-Heinz Busen, setz dich ein für uns. Wir haben fast 2 Millionen Waldbauern in Deutschland. 50% des deutschen Waldes werden von diesen 2 Millionen Waldbauern bewirtschaftet. Und es geht uns dreckig. Über 600.000 Hektar Kahlflächen haben wir. Der Borkenkäfer frisst sich durch unsere Wälder. Die Trockenheit lässt auch die Laubbäume sterben.
Wie können wir und sollen wir denn jetzt mit der Hand da reingehen und der Axt oder was, wie machen wir das? Wir haben doch unsere Maschinen mit hier rein müssen, die verbrauchen auch Diesel. Und gerade jetzt, wo wir mit vielen Maschinen rein müssen, umso mehr. Also es betrifft uns ganz genauso. Und so verstehen wir Seite an Seite die Waldbauern und die Landwirte hier, um das aufzuheben. Das darf nicht kommen. Und lieber Minister Özdemir, lassen Sie mich noch eine Sache anbringen. Stichwort Waldgesetz. Es kommt ja der nächste Hammer, ist ja schon am Laufen. Es ist mittlerweile der vierte Entwurf, den ich prüfen darf. Jetzt scheint es einer zu sein, der wirklich in die Ministerienprüfung geht. Und wenn ich mir dieses Gesetz angucke, dann ist es kein Forstgesetz, das ist ein Naturschutzgesetz für den Wald, lieber Herr Minister Özdemir. Und es geht darum, nicht den Wald zu schützen, sondern den Wald zu schützen vor uns Waldbauern und Forstleute, so liest sich dieses Gesetz. Und es geht nicht darum, uns zu motivieren, dass wir die Wälder wieder aufbauen. Ich komme aus einem Wald, den bewirtschaften wir auch schon seit 500 Jahren. Den haben wir nach dem Krieg völlig zerstört wieder aufgebaut. Jetzt hat die Trockenheit uns wieder kaputt gebaut und wir bauen ihn wieder auf, weil wir unseren Enkeln verantwortlich sind, unseren Nachkommen. Das betrifft für jeden bäuerlichen Betrieb genauso. Und jetzt kriegen wir ein Gesetz, das genau uns demotiviert. Wir werden dort als Verbrecher angetrachtet. Wenn ich mir die Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten, die in diesem Gesetz stehen, dann mache ich mir wirklich Angst und ich frage mich, ob ich überhaupt noch mich traue, in den Wald zu gehen. Lieber Herr Minister Özdemir, ziehen Sie dieses Gesetz zurück! Und jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich und bleiben Sie dran, wir werden weiter kämpfen müssen. Und jetzt nochmal, dafür sind wir heute hier. Die Dieselrückvergütung muss bleiben und die Kraftfahrzeugsteuer für Landmaschinen darf nicht sein. Danke Ihnen sehr. Alles Gute. Ja, vielen Dank, liebe Bäuerinnen und Bauern. Und ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass wir hier heute in einem großen Schulterschluss zusammenstehen. Wir freuen uns aber doch, dass unser Bundesminister da ist und nun Rede und Antwort steht. Und nach einem tösenden Gejohle ihrerseits freuen wir uns, dass wir dann in Ruhe zuhören können. Vielen Dank. Meine Damen, meine Herren hier oben, liebe Landwirtinnen und Landwirte, liebe Bäuerinnen und Bauern, ich habe aufmerksam allen Reden zugehört. Ich bin ja heute auch hier. Ich habe die Schilder gelesen, ich hatte ja viel Zeit. Vieles davon geht mir nahe, ich sage gleich was dazu. Aber ich will auch was zu den vielen Reden sagen, die viele gute Argumente für ihre Position hier dargestellt haben. Eine Rede ist ein bisschen abgewichen davon. Und ich will das ausdrücklich sagen. Das war die Rede von dem Kollegen von Landschaft Verbindung vorher hier. Man kann gerne über türkischen Basar reden. Ich habe die Botschaft schon sehr gut verstanden. Wissen Sie, ich war im evangelischen Religionsunterricht und da habe ich auch gelernt, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deinem Nächsten. Sie können sich das gerne so reden. Aber wissen Sie, ich frage mich auch, ob Sie diese Reden auch schon gehalten haben bei früheren Regierungen, als es noch ein bisschen anders aussah. Und ich will noch was sagen. Sie haben sie hier versammelt, weil Sie eine Botschaft haben. Und Sie wollen doch mir diese Botschaft mitgeben, damit ich sie am Kabinettstisch sagen kann. Und dann wäre meine Bitte und mein Rat, wir sollten nicht so reden. Ich halte das aus, ich war mal Handballtorwart, ich werde dafür bezahlt. Das ist mein Job. Aber wir sollten weder über den Finanzminister Lindner, noch über den Bundeskanzler Olaf Scholz, noch über den Vizekanzler Robert Habeck so reden, weil die wollen wir überzeugen. Wir wollen die gewinnen und wir wollen gemeinsam mit denen eine gute Lösung finden. Und jetzt komme ich...
mich lassen zu meiner eigentlichen Rede. Meine Damen, meine Herren. Meine Damen, meine Herren, ich weiß, dass wenn Sie gewollt hätten oder wenn Sie gekonnt hätten wegen den Sicherheitsauflagen, hier noch viel mehr Traktoren, hier noch viel mehr Bäuerinnen und Bauern hätten sein können. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass Sie hier nicht zum Vergnügen sind. Ich weiß, dass Sie einen langen Weg hier auf sich genommen haben, weil jetzt gerade eine Situation für Sie erreicht ist, die ernst ist. Ich weiß, dass Sie mit einer Riesenwut hier nach Berlin gekommen sind und sicherlich einige hier auch wütend auf mich als Teil der Bundesregierung. Ich stehe hier, ich will das auch sagen, ich mache mir da keinen schlanken Fuß, ich stehe hier als Vertreter der Bundesregierung und es gehört auch zu meinem Amt, das auszuhalten, Ihnen zuzuhören. Und wer mich kennt, der weiß, ich renne nicht davon, sondern ich komme und ich stelle mich. Aber ich bitte Sie, es ist klar, dass wir nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mehr sparen müssen als davor. Aber eben nicht unproportional, nicht überproportional. Und deswegen will ich gleich am Anfang sagen, ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang und ich habe auch früher nichts davon gehalten, im Gegenteil. Ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel und die Kfz-Steuerregeln abzuschaffen und in dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert. Mir ist sehr klar, und das war ja gerade auch zu hören und zu sehen und vielleicht auch zu riechen, was diese Entscheidung für Folgen haben kann. Deshalb kämpfe ich im Kabinett dafür, dass es in dieser Härte nicht kommt. Ich werde Ihnen jetzt auch nicht das Blaue vom Himmel runter versprechen und es nur auf die anderen schieben. Das Wort, ich weiß, dass Sie das nicht mehr hören können, das Wort Steuerprivilegien, das klingt ja erstmal generös, als würde man der Landwirtschaft was schenken. Aber nach 2 Jahren im Amt weiß ich, der Wegfall dieser Regelungen trifft sie viel härter als andere Branchen. Die Debatten gehen in unserem Land zwischen Stadt und Land sehr weit auseinander. Die meisten Landwirte sind an 7 Tagen in der Woche unterwegs und es nicht nur in der Erntezeit nonstop. Über ihre Belastungen im Alltag klagen sie nicht. Sie haben sich den Job ja ausgesucht und wussten, was auf sie zukommt. Aber die Aufgabe von uns Politikern ist es, dafür Bedingungen zu schaffen, dass sie diesen Job auch machen können und dass diese Sache sich auch für sie rechnet. Und das steht gerade auf dem Spiel. Und zwar gerade, weil sie ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, müssen wir in Berlin dafür sorgen, dass diese Herausforderung auch angenommen werden kann. Anfangen! Anfangen! Wir wollen dich nicht mehr hören! Die Nachricht über die Abschaffung der Agrardieselbeihilfe und der gleichzeitigen Kfz-Steuerbefreiung platzt. Liebe Berufskollegen, wir kämpfen, aber wir kämpfen fair. Minister Özdemir ist heute hier. Ich habe ihm meinen Respekt gezollt. Und den sollten wir ihm jetzt alle entgegenbringen, indem wir ihm zuhören und ihn reden lassen. Ich bitte darum. Liebe Landwirtinnen und Landwirte, die Nachricht über die Abschaffung der Agrardieselbeihilfe und der gleichzeitigen Kfz-Steuerbefreiung, die platzt ja nicht irgendwann in die Zeit,
sondern die platzt in eine Zeit, in der es der Landwirtschaft ohnehin schlecht geht. Klimawandel, Ukraine-Krieg, Vorschriften, Preiskampf, billige Konkurrenz aus dem Ausland. Alles das setzt der Landwirtschaft hart zu. Jeder Euro, jeder Cent zählt. Ich weiß, dass Sie in der Vorweihnachtszeit sind. Ich weiß, dass Sie nach harter Arbeit jetzt eigentlich mal durchatmen wollten. Ich weiß, dass jetzt stattdessen Existenzängste um sich greifen. Und deshalb will ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das so nicht kommen kann, meine Damen und meine Herren. Lassen Sie mich Ihnen noch was Persönliches sagen. Ich habe, nachdem diese Beschlüsse bekannt gemacht wurden, viel Post bekommen. Vieles davon ging mir sehr nahe, aber ein Brief aus Niedersachsen, der hat mich besonders bewegt. Ein Landwirt aus Niedersachsen, der meiner Partei nahesteht, schreibt mir, dass er fassungslos ist angesichts dieser Entscheidung. Er klagt darüber, dass alle Branchen die Kosten am liebsten bei der Landwirtschaft abladen und die Regierung da jetzt auch noch mitmacht. Aber dass die Landwirtschaft die Kosten eben nicht einfach weitergeben kann, sondern auf ihnen sitzen bleibt. Er schreibt weiter, dass seine Tochter, die den Betrieb übernehmen wollte, geweint hat, als sie davon gehört hat. Glauben Sie mir, solche Nachrichten können einen nicht kalt lassen, sondern sie müssen uns allen Verpflichtung sein. Und darum möchte ich mich gemeinsam mit Ihnen einsetzen, dass das so nicht passieren darf. Alle müssen ihren Beitrag zur Konsolidierung leisten. Aber es muss halt auch ein Beitrag sein, der geschultert werden kann, der nicht überfordert und der den Weg nach vorne nicht blockiert. Ich habe den Bäuerinnen und Bauern in Deutschland, ich habe sie immer als veränderungsbereit wahrgenommen und gehört und ich habe sie immer wieder als anpassungsfähig erlebt. Und gerade deshalb ist mir bewusst, dass die Veränderungsbereitschaft Grenzen hat und dass sie vor allem Voraussetzungen hat. Vor allem braucht sie Verlässlichkeit, sie braucht Planungssicherheit und sie braucht ein finanzielles Fundament, dass sie für ihre Familien sorgen können. Dazu will ich mich ausdrücklich als Landwirtschaftsminister bekennen. Meine Damen, meine Herren, liebe Landwirtinnen und Landwirte, wir müssen hier zu guten Lösungen kommen. Dafür will ich mich einsetzen. Aber ich habe zum Schluss auch eine Bitte. Lassen Sie uns das auf eine Art und Weise machen, dass Sie, und davon bin ich fest überzeugt, die Zustimmung, die Sie in der Breite des Landes haben, und das sage ich an diejenigen, die vielleicht glauben, so viele Landwirtinnen und Landwirte sind es gar nicht. Da würden wir uns sehr täuschen in der Politik, weil hinein stehen viele im ländlichen Raum, die es ähnlich sehen. Ich weiß das und ich werde diese Botschaft gerne an meine Kolleginnen und Kollegen in der Politik tragen. Aber lassen Sie uns das bitte so machen, dass wir die Zustimmung in der Mehrheit der Gesellschaft nicht verlieren. Gehen Sie nicht denen auf den Leim, die das radikalisieren wollen. Sie haben gute Argumente. Sie haben sehr gute Argumente. Diese Argumente vortragen reicht aus, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns gemeinsam diese Botschaft in die Politik tragen. Ich tue, was immer ich kann, damit das so nicht bleibt. Herzlichen Dank. Liebe Bäuerinnen und Bauern, Sie haben Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sprechen hören. Ich habe eindeutig zum Ausdruck gebracht, was wir erwarten. Dass er mit allem, was er hat, für unsere Interessen kämpft. Das erwarten wir von Ihnen. Und eines kann ich Ihnen auch sagen. Wir sind überzeugte Demokraten. Wir sind überzeugte Demokraten. Und wir werden friedlich protestieren. Und wir werden eines machen. Da bin ich überzeugt. Weil es sind andere Berufsgruppen genauso betroffen. Wir werden die Mehrheit hinter uns bringen. Entweder wechselt die Regierung ihren Kurs oder, und das habe ich schon in der Rede gesagt, muss es einen Regierungswechsel geben. So machen wir.
bieten, was aus der städtischen Blase heraus von Menschen, die von Landwirtschaft, da meine ich nicht Sie, von Menschen, die von Landwirtschaft keine Ahnung haben, Politik gegen uns Bauernfamilien und gegen den ländlichen Raum gemacht wird, da sagen wir nein, es reicht, wir werden jetzt kämpfen. Noch eine Anmerkung. Natürlich brauchen wir den Bundeskanzler, den Wirtschaftsminister und den Finanzminister am Ende, das Kabinett und letztendlich den Bundestag, damit entsprechend entschieden wird. Aber hier gilt es nicht mehr zu überzeugen. Wir erwarten, dass das zurückgenommen wird. Ausrufezeichen! Und einen Punkt möchte ich auch ansprechen. Ich habe ja Jens Stechmann gesehen. Sonderkulturbetriebe war heute noch kein Thema. Wir sind überzeugte Europäer. Wir stehen zum europäischen Binnenmarkt. Aber eines kann und darf in Zukunft nicht mehr sein, dass wir als Obstbau, als Weinbau, als Gemüsebaubetriebe, als landwirtschaftliche Unternehmen das Doppelte, das Dreifache beim Mindestlohn bezahlen wie unsere Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Sie nehmen Ihren Eindruck mit. Lassen Sie mich noch Folgendes sagen. Das war der Auftakt. Ich hoffe, wir müssen das nicht fortführen. Das ist unser Ziel, dass diese Vorschläge zurückgenommen werden und dass wir in den anderen Bereichen, Sie sind heute x-mal angesprochen worden, dass wir da nicht nur angehört werden, sondern dass unsere Punkte aufgenommen und umgesetzt werden. Dann gehen wir wieder auf die Höfe zurück, in die Ställe. Dann machen wir das, was wir immer gemacht haben, über Generationen, nämlich die Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln zu versorgen. Nur wenn man uns nicht zuhört, wenn man das nicht umsetzt, ist das der Auftakt für viele weitere Aktionen in ganz Deutschland. Liebe Bauern, liebe Bäuerinnen, an Sie alle, an die ganzen Organisationen, die heute hier zum Erfolg dieser Demonstration beigetragen haben. Wir haben gemeinsam ein ganz starkes Signal hier in Berlin gesetzt, in Richtung unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, in Richtung der Bundesregierung. Und das ist wichtig. Und diese Botschaft muss ankommen. Wir werden das weiterhin gemeinsam tun. Gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam werden wir für die Interessen unserer Bauernfamilien, des ländlichen Raums und letztendlich für eine gute Zukunft unserer Kinder und Enkel kämpfen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und, nein, sprechen keine. Ich schließe die Veranstaltung gleich. Wir haben Adventszeit. Weihnachten steht vor der Tür. Das ist eine Zeit des Friedens. Das ist wichtig. Das ist eine Zeit für die Familie. Das ist eine Zeit, auch mal in sich zu kehren. Und deshalb möchte ich
auch wenn wir heute hier sind, um unseren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Ihnen allen eine besinnliche, restliche Adventszeit und frohe Weihnachten im Kreise Ihrer Liebsten wünschen. Alles Gute für das neue Jahr, viel Erfolg und uns gemeinsam viel Erfolg und ein weiterhin gemeinsames Zusammenstehen. Lassen Sie uns für Landwirtschaft, Bauernfamilien kämpfen. Die Veranstaltung ist für heute geschlossen. Applaus